Was ist denn das schon wieder? Du, sag mal, Junge, kein blöder Bronzen. Hast du die Mikrowelle wieder geliebt? Gehen Sie mal weg von der Mikrowelle. Ich werde mit ihr ins Tal ziehen und ich werde in diesem Camp nicht weiter wohnen. Diese Mikrowelle ist die einzige Freundin, die ich jemals hatte. Ich hab dir gesagt, du kannst keine Mikrowelle lieben. Aber die Mikrowelle ist meine beste Freundin. Ich habe sie mit Tacos vollgestopft und mir dann ordentlichen Sauce Burrito gemacht. Das ist doch gestört, Junge. So, leg mal unten eine Falle hin, oder? Ja, klar, ich könnte hier so eine kleine Vergasung machen. Eine Falle hinlegen und dann eine Stufe darüber die Vergasung. Oder erst aber ich würde erst Falle machen, dann können wir uns besser vorbereiten. Weißt du, was ich meine? Na gut, dann machen wir hier eine Falle hin, aber dann ordentlich mit Biff. Hast du gehört, Alter, er hat einen Waschbär umgebaut. Zu einer Tasche. Umgebaut? Ja, er hat sich einen Waschbär umgebaut, Alter. Zu einer Taschen-Wahuna? Zu einer Wahuna-Kahuna. Wahuna-Burger hat er sich gemacht. Hier liegt auch noch ein Wolfskadaver. Oh, guck mal, hier kommt ein kleiner süßer Waschbär. Ja, sag ich ja. Oh, da kommt er! Da ist er! Bigler Foodle! Okay, jetzt hoch, 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 hoch! Jetzt kommt er gleich, Achtung! On the Fass, jawoll! Alter, Bigler Huna! Er kriegt von mir. Oh! Hoch. Shit, mein GPS ist daneben geflogen! Oh! Nein, du bist in die Falle getreten! Er sagt hoch, legt hinter mir eine Falle hin! Ja, hoch! Ja, ich hab gedacht, du gehst richtig hoch, hier liegt so seitlich. Du gehst richtig hoch! Wo ist er? Ich höre ihn. Achso, nee, du hast ihn ja da reingeswaffelt, ne? Ja, kann man den wieder einsammeln? Ich weiß es nicht, glaube nicht. Einmal aktiviert die Harpune der Gerechtigkeit. Aber der hat gut kassiert, der hat richtig gut kassiert, du. Ja, ich denke, der wird sich erstmal wieder irgendwo verrammeln jetzt, oder? Irgendwie runtergeslidet. Warte mal gucken, ob da unten ein Code ist. Warte mal, ich komme wieder hoch. Ist da unten ein Code? Nee, das ist zu weit. Guck mal, auf der anderen Seite, das ist doch gesplittet. Wenn du jetzt... Weißt du, was ich meine? Also der Weg ist so gesplittet. Ich denke, der ist... Da, wo du jetzt drauf zuläufst, ja. Irgendwo da unten am Splitway. Am Splitway Hill. Schau mal an das Split Train hier. Dann funke ich ihn dir durch. Na, funkeln wir durch. Ich halt oben die Stellung. Falls er hier zurückkommt. Ist. Der John Adams Tree, Alter. Hier hat John Adams das erste Mal in der Menschheitsgeschichte einen Hoden an einen Kolibri gerieben und den an den Baum geworfen, bis gehört, er tot war. Ich hätte John Adams, auch Brian Adams, gezeugt, der daraufhin einen Song geschrieben hat über das Kolibri-Würgen. 32,50. 32,50? Moment. Drei. Nicht, dass das Monster von Loch Ness da drin sitzt. War drin. Und hat gesagt, ey, ich bin Loch nass oder was? Mein Loch ist nass, hat er gesagt, ja. Ich habe gar nicht viel Munition. Achso, die habe ich ja dir gegeben, ne? 556er habe ich ganz viel. Ja. Warte. Schön hinten rein buddern, Junge. So wie wir das geübt haben. Das ist keine Übung, das ist keine Übung. Alter, habe ich viel Muni jetzt. Uff. Wenn es viel kommt, peng in die Fresse. Ist halt die Frage, wollen wir da runtersliden? Wo geht's denn da hin? Da geht's rüber zum Stallone Mountain hier, wenn wir da runtersliden. Stallone Mountain? Unten am Sly Hill. Boah, das ist ja eine üble. Obwohl, da waren wir schon. Wir waren aber noch nicht so in der Mitte. Unten bei Grand Groove Village. Weißt du, wo diese Doppelgabelung ist? Ja, ja. Da müssen wir eigentlich hinwandern. Könnten wir mal hingehen und die Doppelgabel aufdecken. Boah, das wäre jetzt hier geradeaus durch. Waren wir da schon? Der alte Jungfernturm 3? Nee, guck mal, das ist sogar eine Kabanusi, die kannst du mitnehmen. Eine Bibel und was für ein Mund. Die alte Mundorgel. Pater Johnson hat mir was für meinen Glauben und für meinen Mund gegeben.
Die Mundorgel, Alter. Das war auch so ein Buch, ey. Oder so hieß das die doch. Die Mundorgel, ja, ja. Nee, glaub, Mundfibel, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, einen Mund georgelt habe ich bekommen in dem Camp. Also, bei uns hieß es, glaube ich, immer Mundorgel. Oh! Was ist los? Alter. Oh Gott. Alter, da fließt ja 10 Liter Blut raus. Ja klar, den Grand Grand hat er ordentlich entsaftet. Der hat das so eingestellt, dass es genau in die Venen sticht. Ist das irgendwie der Big Fu Entsafter? Ordentlich Grand Juice. Granberry Juice. Aus Omas alten Hupen kommt immer noch was Geflocktes. Der neue Geflocktes, oh Gott. Der neue Granberry Juice. Nur echter 75. Nur echter 75er. Guck mal, hier eine Schrotflinte noch. Oh. Kannst du ja noch ein bisschen Gauchos mitnehmen. Okay. Schöne Remington. Schöne Remington 83, ey. 83er hey, Remington mit Grand Grand Juice. Das ist mein alter Ryan, der Lustbock. Als ich mein Termin noch nicht hatte, brauchte ich den noch. Für meine Beckenbodenübungen. Reindeer for 4. Kein Reindeer for 4. Hier liegt Blut und Bohnen. Was sagt mir das? Ist glaubst du, der kommt nochmal oder? Ich weiß nicht. Der ist fertig. Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen die Nacht hier ab, oder? Aber ich mal hier mal vielleicht auch ein Fleisch. Moment, ich gebe mir mal ein Fleisch da vorne hin. Achso, ich hätte hier eine Batterie noch hingelegt. Alter, lass mal hier so ein Kotelett machen. Mach ich mal einen ordentlichen Meat Pie und ich mach dann hier hinten eine Electrify. Ich habe kein Fleisch. Du musst. Ich hätte Fleisch dabei. So, jetzt musst du Fleisch drauf. Klöppeln. Drücke aufzunehmen, halte, um Fleisch zu platzieren. Ja, und jetzt könnte ich ihm hier noch so eine Grand Grand Vibrator Battery, könnte ich ihm noch hier hinstellen. Ich mach mal hier Kerzen an, damit ein bisschen Stimmung kommt. Das ist immer ganz gut bei Bigfoot. Nee, der mag den Rauch nicht, weil der so krebserregend ist. Sind das Paraffinkerzen? Nur bei Paraffin? Nee, das ist Bienenwachs. Ja, okay, aber bei Biwix-Kerzen. Die guten Biwix. Gute Biwix. Von Kreis Industries. Die gute Biwix. Sind das die guten Biwix von Kreis Industries? Hm. Oh, ich hab Standbild. Oh. Game Crush? Da freut sich der Pate aber nicht. Geht bei dir noch was? Ja, ich kann mich noch bewegen und nee, so. Ich hab rausgeklickt? Nee. Junge, hast du wieder an der Mikrowelle rumgefummelt? Ich hab dir gesagt, das gibt Risse im Zeitkontinuum. Aber ich wollte ich hab da einen Infinity-Stein reingelegt in die Mikrowelle, so einen grünen und auf einmal, was ist das? Das war kein Stein, das war mein Crack. Das war mein Crack, Junge. So lilane Steine. Das schon drauf. Ja, klar. Finger weg von meinem Stash. Jetzt sind wir hier wieder bei Null wegen dir, du Bengel, du. Ah, Mann, ey. Und wir hatten den schon so runtergedrückt. Boah, wir hatten den schon so gedrückt, du. Der hat gebrannt, die Sau. Wir hatten den schon ordentlich gepresst, ey. Hier liegen noch Fackeln rum. Das war schon fast belgisch. Belgisch Pressing, ey. Ich hab dir gesagt, vom Bronzen das Crack anfassen. Das lässt man... Guten Bronzensteine. Das lässt man lieber. Hier, nehmen wir mal noch so eine Kamera mit. Ach, sowas brauche ich nicht. Mein Pater hat eine eigene Kamera für sowas. In unserer Kameragemeinde. Ah, das braucht den Fotoapparillo, weil man muss ja eh Evidence für die Endbewertung. Naja, jetzt müssen wir erstmal wieder ausharren. Ah, ja, irgendwie ist es abgeschmiert und dann war Feierabend. Und dann war Feierabend. Das ist halt ein ultra-experimentelle Unreal 5. Ultra-experimentell? Klar. Top-Secret gefährliche Unreal-Geschichten. Ich hab dir gesagt, Finger weg von meinem Crack. Alte Leute nennen das so, ne? Ja. Crack. Von Crack. Die rauchen doch hier Crack-Kokain. Guck mal, sollen wir da mal zum Kringel gehen direkt erstmal, ne? Ja, wir müssen das. Eigentlich immer der erste Anlaufpunkt. Wenn man hier mit seinem Wohnwilli landet, muss man erstmal den Kringel befeuchten. Ja, eben. Hier dieser Kringel neben der feuchten Stelle auch direkt, ne? Kringel am See. Ja. Ist doch so eine Stadt auch in Bayern, glaube ich.
Ja, klar, Kringel am See. Der ist so ein Kurort, ne? Das sind Biwaks. Dann machst du die Kringelkur. Biwaks-Kerzen haben die da hergestellt früher. Ich wurde gebiwaxt. Von Oma Grand-Grands. Alter Flockenmilch. Meine Großmutter flockt's noch aus den Zitzen. Oh Mann, ey. Ich habe wieder eine Mikrowelle gefunden. Ich lass mal lieber die Finger davon. Den Hosentaschen-Burrito würde ich ja nicht mehr reinschieben. Ich habe nur einmal reingeguckt. Jetzt hier diese, was man so aufwärmen kann, so Hühner für die Mikrowelle und so, gibt's ja so. Was ist das jetzt hier? Alarm! Bienenwachs läuft aus. Oh, Omas Wachs läuft wieder. Omas alte Wachs. Omas Naturwachs. Omas Bimsstein ist wieder. Omas Bimsstein, Alter. Aber aus irgendeinem Grund ist der gar nicht mehr rau. Der ist irgendwie total glatt, wie so ein Pinguinei. Der ist richtig glatt gerieben, du. Ich dachte erst, Großmutter hat ein Pinguinei in ihrer Badewanne. Aber es ist ein B-Wax-Bims. Boah, ich hab einen Kanister gefunden. Oh, einen Schmidt-Kanister, hä? Schöner Bimswachs. Ich habe wieder Rubis Tagebuch. Die leckeren Bimsolino-Käsestreifen. Verhalten sich fast wie echter Käse. Schmecken auch so, sind aber keine. Gezüchtet im G-String. Hier liegt eine Pistole noch drin. Ah, die nehme ich. Hier gibt es ganz viele Geschichten. Aus Paul und Lanas Garten. Paul und Lana. Peter Milz, Alter. Ah, ich habe richtig viele Heilkabanos. Ey, guck mal hier. Ich habe 4. Die Taschenlampe, das ist doch von... Hier war doch ein Phasmo-Geisterjäger unterwegs. Das ist so eine Geistertaschenlampe. Das ist eine Phasmo-Lampe, ja. Ich habe 3 Bienenwachs-Heilpakete. Ich habe 4. Bienenwachs-Heilpakete. Ich habe nämlich nur von Wachs. Ja. Ich mache die Wachskur. Bienenbürger professioneller. Ich bin professioneller Bienenbürger. Ich nehme mir eine Pinzette. Wenn du da reingehst. Boah. Guck mal, da sind so Kotsteine hier drin. Komm mal rein, Junge. Zumachen, dann oh, genießen. Ja, schöne Marlboro hier. Hier hat doch wieder einer auf dem Klo geraucht. Es wäre geil, wenn man dann so vergiftet ist oder so ein, wenn man dann so eine Epiphanie kriegt, weißt du, so ein Bigfoot-Fiebertraum irgendwie. Wenn du ihn so siehst in der Höhle, wie er irgendjemanden tötet. Ja, aber du weißt, das Ganze ist eine Simulation. Bierernst. Oh, ich habe keinen Fotoapparat, hast du den? Ja. Dann mach mal ein Foto. Guck mal, hier drüben ist Camp Crystal. Mit dem Glücksschinken. Honig gebeizt. Schöner Honig gebeizter Krustenschinken. Ein bayerischer Krusti da drüben. Ich hätte eigentlich auch Bock auf einen Leberkäse heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, musste los. Schön aus Pferd werden die hergestellt. Wiener Tradition. Wiener Tradition. Nee, bei uns ist geil, Alter. Das ist geiler Leberkäse. Der ist preishoch gelobt, ausgezeichnet weltweit in Amerika bei der Leberkäse-Weltmeisterschaft. Ja, aber ich habe hier hochgelobtes, preisausgezeichnetes Met. Ja, das haben wir hier nicht, leider. Guck mal, hier liegt doch wieder die Diana, die Familienleiche. Ruby Bray, die Familienleiche. Warum ist sie denn so weiß gesprengelt? Ruby Roman. Aber da muss man gendern, ne? Ruby Rubber Girl. Ruby Rubber Girl? Das sieht echt aus, als könntest du irgendwie... Als könntest du es bewegen, ne? Das wäre da der James Bond-Eingang. Ruby Rubber Girl. Ist das die Weiterentwicklung von Fatima Fong? Fatima Fong? Ja, die gibt's doch! Die heißt so, das ist so eine Liebespuppe irgendwie. Der Klassiker unter den Truckern. Ich hab nur meine Fong dabei. Auf jede Reise nehme ich sie mit. Ich brauche nicht viel, nur meine Fong. Ich hätte gerne Timmy Fong. Timmy Fong, Alter. Wow, jetzt neu von Kreis Industries.
Seitdem Butter Johnson seine Timmy Fong hat. Ist echt ruhig geworden. Ich höre immer so ein komisches Quietschen. Und als ich die Zwangsbuchhaltung machen musste, ist mir aufgefallen, dass wir einen sehr hohen Verbrauch an Sweatgel haben. Und Latexreiniger. 5 Tuben Jelly Sweat in einer Woche? Pater Johnson, was ist mit Ihnen los? 5 Tuben Jelly Sweat, Alter. Das ist der langgekochte. Da nimmt man nämlich den hochflüssigen Boy Sweat, lässt den 6 Stunden lang einkochen mit ein bisschen Sternanis und Holunder. Der gefährliche, karamellisierte. Holunder, das ist auch so ein, ne, irgendwie, keine Ahnung. Ach, Junge. Holunder ist geil. Ja, aber irgendwie auch, egal was du hast, so, ja, boah, mir hat irgendwie ein Ureinwohner ein Speer ins Gesicht getreten. Ja, mir hat ein Pferd ins Gesicht getreten. Ja, dann Holunder drauf, ne? Ich stell mal vor, die ist da so ein Typ mit so einer Platzwunde, total zerdeppert. Ja, spiel dir mal ein bisschen Holunder drauf. Ja, meinst du? Ja, sicher, ein bisschen Holunder. Also hier auf dem Land ist das normal, ne? Hier auf dem Land ist das normal. Du, ich bin mit dem Fuß in den Rasenmäher gekommen. Soll ich da einen Krankenwagen rufen? Hast du Holunder draufgeschmiert? Nee, hast du Holunder drauf? Nee, ich hab nur Lorbeer. Ach, geht auch. Ist auch sehr gesund. Mach dir mal einen schönen Lorbeertee. Oder Brennnesselwickel. Das ist auch immer sowas. Peter Lorbeertee. Alles, was rauszieht, Hüterdreck, zieht's raus. Ja, zieht's raus. Lass rausziehen. Wenn ihr den Bart wachsen lassen willst, irgendwie, ne? Auf die eine Seite Honig, auf die eine Seite Beewax, auf die andere Seite Hühnerdreck. Der Dreck. Ja klar, der Bart muss nausgesocke werden. Wann kommt denn jetzt mal hier der Big Man? Ja, wir sind ja noch Big Man First Night. Ach so, First Night, no fight, ne? First Night, no fight. Hier. Oh Mann. Boah, the Glockel, The Klötges. The Klötges. Hier ist noch Munition. Heute ein bisschen Schrot. 9612. Was? 9612. Mein 612. Ach, 96. Voll die Evil Dead Hütte hier, du. Ich habe kein Fleisch. Hast du zufällig Fleisch? Mhm. Ich habe jetzt hier einfach eine Falle hingelegt, aber es wird schon hell. Aber vielleicht kommt er ja trotzdem noch. Ja, vielleicht kommt er ja trotzdem noch. Na, man weiß es ja nie. Weißt du, ab und zu ist er auch recht morgenaktiv, wenn er wieder mit einem Ständerli aufwächst. Ja, ja. Aufgewachsen ist er eh. Aufwächst. Bewaxed. Wenn er wieder gebewaxed hat. Bewaxing machen die Kids heute. Das ist so neu. Früher haben wir immer mit Wachs Bordsteinkante eingewachst fürs Grinden. Fürs Grinden, ja. Ja, heute machen wir das halt mit P-Waxing, ne? P-Wax, man. Pipi-Wax in der Kanne. Nur echt in der Kanne. Nur echt in der Goldkanne. Goldkanne. Heute ist wieder Golden Shower Day. Kennst du nicht die arabische Kanne? Die arabische Goldkanne. Nur echt in der arabischen Goldkanne. Geerntet in Kreis Industries Lagern. In Patertown. Was ist das? Was hat er gerade gehört? Ja, hat so ein alter Mann versucht, mit uns zu reden. Geht nicht da lang. Wollt uns warnen. Guck mal hier. Mach dir mal Mützel aus dem. Ah, Mützel. Bam. Irgendwer hat Baum berührt. Oh, Achtung. Kojoten. Baby Wolf. Überall fieses Viehzeug. Hier ist Totem, Alter.
Tot M. Arsch nun. Hamunaptra, Alter, der hat das goldene Buch geschrieben. Ich bin immer noch. Also Hamunaptra und Spaghetti Monster sind einfach die besten, die es gibt in dem Bereich. Big Hamun. Big Hamun. Hier ist noch Erste Hilfe Hamun. Und hier ist Windows 95 und eine Batterie. Schrotflintenmuni ist geil. Munition für Flinte ist gaga. Oh, guck mal hier, hat er sich aber so ein Hängeholunder gepflanzt. Ja, kann man sich direkt einen pflücken. Pflücken und kauen, ne? Das ist so die alte Devise vom alten Biggie Fu-Mann. Pflücken und kauen und kauen und pflücken. Das ist doch auch der Phasmo-Transporter, oder nicht? Ja, ja, das ist alles hier so Phasmo-Zeug. Das ist ja auch ein Universum. Phasmo, Ranch und Bigfoot ist alles ein Universum. Auch das Lookly vereint, ja. Also wir haben auch da schon, also wir haben da wirklich schon so eine Kevin Feige Marvel-Story irgendwie im Laufe der Jahre entwickelt, ne? Die Menschen haben echt so Zusammenhänge, Verknüpfungen, ne? Die Leute fragen auch schon so, jetzt, weißt du, nach wem die Frage immer lauter wird in letzter Zeit? Mario Kalle. Weißt du, das ist auch so, für die existiert irgendwo da draußen immer noch Mario Kalle. Ja, Mario Kalle existiert. Das hat, ich weiß gar nicht mehr, weißt du, mein Gehirn hat so, ja, okay, das ist eine Figur, die hat mal existiert in, ich glaube, Zombie-Modus? Slime Rancher war auch ganz stark vertreten. Der ist ja damals auch mit einem Raumschiff irgendwie. Also ist da, Zombie-Modus ist auch irgendwie mit Slime Rancher dann verknüpft worden. Ist verknüpft, ja, ja, klar. Das ist ein Universum, das passt Cinematic. Ja auch gut. Das ist natürlich alles überschneidend. Es gibt genügend Hinweise. Und Ron ist ja auch jemand, der universenübergreifend funktioniert. Das KCU, das KFCU. Das KFCU. Da unten ist nur so ein Feuerwerkding. Keys and Friends Cinematic Universe. Das Feuerwerk, das ist aus Rattenjäger, ne? Stimmt, das gibt's auch noch. Ja. Hello, Mom. Bigfoot. Und der Phasmo-Bus, der da durchfährt. Ja. Bigfoot vereint alle Spiele und alle Universen in einem. Bigfoot ist quasi wie der Typ am Ende der Zeit. Naja, laut dem Exen-Sex-Roman ist Bigfoot ja auch jemand, der ein Raumschiff besitzt. Muss man halt auch noch berücksichtigen. Also als Raumschiffbesitzer bist du natürlich auch gut dabei, ne? Kommt auch bei Frauen gut an. Klar. So, hey, Gal. Hey, Girl. Hey, Girl. Look at my big Raumschiff. Boah, hier ist zu. Was steht denn eigentlich so in den Zeitungen? Someone you couldn't figure out. US Today. Da stehen ja voll die Sachen drauf. Kannst du richtig lesen. Inside. Inzest-Magazin. Dramatische Saison. Die hebräischen Footballmannschaft. Oh. Falsche Taste gedrückt. Die Incest Today. Incest Today. Wie sie ihre Schwester Mutter glücklich machen. Wie sie ihre Mutter Schwester glücklich machen. Neuer Trend Cousine. Wir haben mit. Oh, wow. Okay, welche Hütte nehmen wir? Da, wo du drin bist, direkt die? Ja, können wir direkt machen. Mach da aber erstmal so ein Kotelett hin. Kotelettfalle, ja. Ich mach hinten. Mach hier so einen Treibstoffkanister, mach ich hier so hin. Da müssen wir uns hier in die Ecke so richtig verschanzen. Hätten wir halt jetzt den Code, ne? Könnte ich hier die dicke Sniper rausholen? Ja, 6311, glaube ich. 6311. Ja. Na, habe ich jetzt schon mal die dicke. Da kommt er! Ich sehe ihn da stehen! Oh, gib ihm! Zwaffel ihn! Hat die Falle ausgedanzt! Nee, er ist zum Fenster erst gegangen. Jetzt ist er in der Trap!
Ich hab das Benzin im Blick. Gib du ihm. Ich muss nachladen. Ich gebe ihm doch Benzin. Ich hab drauf geschossen. Das funktioniert nicht. Weil es wieder ein bisschen näher ist. Der puncht mich. Der puncht mich. Ich liege am Boden. Ich kann nichts sehen. Warte. Boah, ich brenne. Meine Augen brennen. Alter, der rennt hier knusprig in den Wald. Ein Knusperlauf. Einen richtigen Hot Run. Einen richtigen Hot Run, Halbmarathon. Er ist weg. Er ist weg. Aber den haben wir gut gegeben, die Hälfte abgezogen. Boah. Guck mal, die Falle hat er nicht aktiviert. Doch. Aber die kann man nochmal einsammeln. Hat die ist noch gut. Hat sich kaputt gemacht. Hätte halt nur den äußeren Schleim gelöst. So, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, ne? Ja, würde ich sagen. Das war ein guter erster Run. Gut, dass wir die Mikrowelle genutzt haben. Ja. Microwave Time Traveling Corporation zu ihren Diensten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewerten, kommentieren und tschau. Tschüss.